sehe halt einfach nicht, wo ich schon war und wo nicht. Naja, so ist es eben im echten Leben, ja. Wenn man kein GPS hat, dann ist man aufgeschmissen. Dann muss man schätzen, wo man schon alles gedüngt hat und gegüllt hat und weiß was ich was. Gülle sieht man wahrscheinlich schon besser. Aber Dünger ist, glaube ich, so gut wie nicht auf dem Feld zu erkennen, wo man da schon war. Ich hoffe mal, dass ich das jetzt halbwegs gut mache, damit ich nicht zu viel Dünger verschwende. Aber es müsste eigentlich ziemlich gut passen. Und ich hoffe auch, dass ich das Feld fertig kriege, bevor ich hoch muss. Zur Sitzung. Mal gerade aufs GPS. Ja, das passt schon so. Ansehen wird eher ein Problem, aber ich bin guter Dinge, dass wir das auch hier in RP-Manier hinkriegen. Das ist nur die Frage, was pflanze ich an? Was pflanze ich an? Irgendwas, was mir wahrscheinlich gut Geld bringt, sollte ich anpflanzen. Okay, wir nehmen uns jetzt mal links den Griff als Markierung fürs Düngen. Für den Feldrand. Also der Feldrand muss bei dem Griff sein und dann müsste es eigentlich ziemlich genau passen. Da muss man halt ein bisschen oldschool, ein bisschen tricksen, wie man hier ordentlich den Abstand hält. Er ist eigentlich nicht getrickst, sondern einfach logisch überlegt und eine gute Möglichkeit erwirtschaftet. Da steht einer rum, aber ich kann jetzt, habe jetzt gerade keine Zeit. Ich muss hier mein Feld beackern. Warte mal, war ich da nicht schon? Da war ich doch, glaube ich, schon. Ah, sieht gut aus. Dann fahre ich mal zu dem Spätzl, der da vorne am Feld steht, falls der da noch da ist. Vielleicht bringe ich... Ne, den Düngestreuer brauche ich nachher nochmal. Dann lasse ich noch am Feld stehen. Steht noch da.
Moin. Hallo. Moin, ich wollte mich noch einmal persönlich bei Ihnen vorstellen. Ja, Das das finde hat ich ja ja ein nett. bisschen, ja. Ich bin der Herr Zimmermann, wie Sie schon vielleicht auch schon mitbekommen haben. Ich bin Anwalt, bin jetzt frisch nach meinem Studium wieder hier aufs Land gezogen. Ja, das Auf jeden ist gut. Fall. Auf dem Land, da verziehen sich normal alle. Finde ich gut, wenn wieder Leute zurückkommen. Ja, ich war in meiner Jugend bis zum Studium schon auf dem Land, bzw. lebte auf dem Land. Im Studium musste ich natürlich in die Stadt. War nicht ganz so mein Leben. Und jetzt bin ich wieder hier Kommen Sie auf dem mal her, ich Dorf. muss für meine Instagram-Story, muss ich hier mal ein Bild machen. Stellen Sie mal neben dem hier Vorderrad. Ja, ein bisschen mehr, ein bisschen näher. Auch ein bisschen, ja, so ist es schön. Jawohl. Muss gleich mal hier neue Bekanntschaften, wissen Sie? Muss man gleich mal hier bekannt machen. Ja, ich bin der Volker Varuna. Ich habe da hinten den Hof bei Grünhausen. Wenn Sie dahinter gucken, rechts vom Baum, da sehen Sie meine Scheunen. Ah, ja, ich sehe es. Okay. Bin hier so ein bisschen der Getreidebauer, habe mir jetzt gerade eine neue Sämaschine geleistet. Okay. Ja, muss mal ein bisschen Gas geben, was hier die Feldarbeit angeht. Ja. Okay. Und Sie sind ganz normaler Rechtsanwalt für Zivilrecht oder wie? Allgemeinrecht. Beziehungsweise ich Recht. vertrete allgemein, ja, allgemeinst. Recht habe ich auch immer am liebsten selbst. So, aber ich Ja. muss ein bisschen auf die Uhr gucken. Wir müssen nämlich hoch zum Gasthaus. Ja, habe ich auch schon vorhin gelesen bei Gut, Ihnen. deshalb, ich hänge mal kurz den Dinger ab und dann. Oder würden Sie mich auch mitnehmen? Ja klar, aber Ja, steigen Sie ein. steige ich doch mal ein hier. Ist ja fast der gleiche wie meiner. Ja, nur mit Ja. einer Lackierung, schätze ich mal. Ja. Ausstattung ist ja typisch. VW Ja. halt. Qualität. Ja, ich habe eigentlich nur das ganz normale Habe ich meinen Traktor VW-Pedal. ausgemacht? Ich Moment, ich gehe noch glaube mal ja. nachgucken. Okay, kann ich werde auch kurz entfahren. Ja, der klingt nicht, der ist aus. Ja. Jo, ist aus. Gut, Ja, ab geht die perfekt, Luzi. Abfahrt. Oh, das freut mich mal hier. Zurücklehnen und entspannen. Ja. Was ist denn das eigentlich gleich, wo wir hin sollen um 12? Das, was das ist? Ja, also was wir Yes. da machen, besser gesagt. Ja, Sie waren letzte Woche noch nicht da, Sie sollten vielleicht ein Nee, ich bisschen bin jetzt seit hinten. einer halben Woche da. Ja, eben. Da vor 1,5 Wochen haben wir die neuen Gemeinderäte haben sich aufstellen lassen. Ah, okay. Und da geht es jetzt eben um die, ja, ums Ergebnis. Okay, Sie sich auch wieder. Ich habe ja schon gehört vorhin, dass Sie ja auch bisher im Gemeinderat sind. Ja, ich habe mich wieder aufstellen lassen. Ich denke, da können wir. Kann ich vielleicht für den einen oder anderen hier was Gutes tun? Ja. Sie können geradeaus weiter. Achten Sie nur ein bisschen auf die Geschwindigkeit. Die Polizei, die ist, naja. Ja, wie Sie vorhin Manchmal. schon mitbekommen haben, Ja, manchmal sind die ein bisschen kleinlich. ja, hoffe ich mal, dass der Polizist eher ein bisschen diskreter ist. Wieso geht diskret? Ah, ich will mir das Verhältnis mit dem Händler nicht gleich, ja, wie soll man sagen, zerstören. Okay, ja klar, das sollte man nicht Ja, unbedingt. nee, weil ich habe mir das Auto ja vorhin bei ihm gekauft. Daraufhin sagte er, weil ich ja so nett war, sei, dass ich keine Steuern zahlen muss. Und da ich selber Rechtsanwalt bin und nicht unbedingt Lust auf Probleme mit dem Gesetz habe, ja, irgendwie läuft das gerade so. Keine Lust auf Probleme mit dem Gesetz habe, ist es halt eher so. Ja Ja, klar, der wir stellt hatten sich das wieder schon. an. Ah ja. Hoffe ich mal, dass er eher diskret ist. Ja. Ich bin zuversichtlich. Würden Sie mich hier rauslaufen? Lassen, ich würde noch kurz eine Strecke laufen. Okay, ich kann sie ja sonst mitnehmen, ich muss jetzt eh Nö, hin. ich würde jetzt gerne noch ein bisschen laufen. Okay. Oder nee, komm, fahren Sie weiter. Okay. Das passt schon. Ja. Lieber schlecht gefahren wie gut gelaufen, ne? Sagt man doch so. Ja. Sind Sie schon länger hier? Ja, ich bin schon länger hier. Passen Sie auf, die Ah, okay. schwirren hier gerade alle rum. Ja. Ich bin mehr oder weniger Gründungsmitglied. Ah, okay.
So, gut, dann sind wir jetzt mal da. Da sind wir. Gut, ich muss mal kurz nochmal telefonieren. Ja, okay. Tschüss, dann sehen wir uns. Oder, ja, Moment, muss gerade mal gucken, ob oder ob nicht. Nee, ich telefoniere nicht. Doch, ich telefoniere gleich mal. Ups. Okay. Jo, tschüss. Tschüss. Gleich. Ich glaube, ich muss eine SMS schreiben. Moment. Ja, der Herr Schneider hat mich gerade angeschrieben. Ja, Müller. Bitte parken Sie gerade. Müller, ich glaube, Sie haben den Blinker noch angelassen. Ich parke gerade. Was ist mit mir? Müller, ich glaube, Sie haben den Blinker noch angelassen. Was ist das? Sie parken gerade. Ich hätte ihn ausgestellt. Das Auto, das okay, hat er gerade eben erst gekauft. Ah, okay. Ja, da kenne ich mich noch nicht so gut aus. Ja. So, jetzt ist so, bitte einmal hier. Helga! Kondolenz, ich meine Kontenance. Helga, gib mir mal bitte ein Käffchen. Was? Danke. Wie heißt heute die Bedienung? Es macht sich immer gut. Die Helga wohnt hier. Ah, der Helga. Und er arbeitet hier auch. Hallo, Frau Helga, ich hätte einmal ein alkoholfreies von Grünfelder. Jo. Danke. Die 4,50 kriegst du gleich. Danke. 4,50 Euro meinen Sie? Ja, ich bin immer noch im alten Schema. Ich war schon seit 19 Jahren die Euro. Ja, bitte einmal einen Kaffee. Schwarz. Ohne alles. Also bitte Kaffee bitte schon rein. Was für ein Schiff kommt da jetzt angefahren? Ja, vielen Dank. Ja, das ist doch richtig, deswegen kommen wir ja. Moin. Der klingt echt, als wäre es ein Traktor. Ein Schiff. Xenon vor allem. Ein Schiff. Xerion. Xavier und Xerion. Ja, Neumann? Ja, moin. Du, gell? Ja. Da wollte ich schon, ja. Wie geht's? Gut, und Ihnen? Auch gut. Hallo. Haben Sie den Umschlag mit den Wahlergebnissen? Nee, den hat Hans-Peter. Ja, ich hab den hier schon. Okay. Na, dann ist alles gut. Der wird irgendwie immer für Wahlaufträge. Moin. Ja, hier bin ich. Raus. Wo sind sie? Ach, da, Herr Peter. Oh, schönes was? Rotes Hemd haben sie an. Ja, das ist nicht selbstverständlich. Schmiegen sich fast in das LU ein. Wo ist es? Also, aber auch nur fast. Ja, komm, wir sind 1 und 1. So, willst, ne? Wie? Wir haben hier 1 und 1? Ja, nee, wir sind die neuen Anbieter. Ja, also, ich bin einer, er ist einer, wissen Sie? Ach so, jetzt, ja, klar. Ja. Also, ja, ich dachte immer, wir haben das Netz von Grün und, von Grün und Felde. Eineige, zweieige Zwillinge, oder? Nee, ja, von Grün kommen. Hat der hier Autoverbot? Zu im Auto sitzen? Darf der nicht mit? Doch, der hat auch. Hallo. Der hat wahrscheinlich noch telefoniert. Nee, der musste Papierunterlagen noch machen. Ja, ja, haben wir zwei Müller. Das hab ich mir gedacht. Jobarbeit. Herr Verwunder, wir haben doch hier das Netz von Grün kommen. Es gibt doch zwei Anbieter. Kenn ich nicht, hab ich keine Ahnung. Ich hab kein Internet. Gut, aber dann sind wir alle da soweit. Mein Praktikant fehlt noch, der Küder bei jetzt. Wer ist denn das? Immer diese Praktikanten, ey. Ach, der Hinterberger. Hast du den laufen lassen oder was? Nee, der Küder mit dem Audi. Ich frage ich wohl. Vielleicht hängt er an irgendeiner Laterne. Ah, der Küder an den Blitz. Küder? Der Küder, was? Angerollt. Ja, der will halt nicht so schnell sein, das macht er schon richtig. Macht er gut, der Jung. Ist ein Juder. Besser zu langsam als zu schnell. Warum laufen die alle vor ihm, vor seinem Fahrzeug? Vielleicht hat er gerade eben erst Führerschein gehabt und die wollen testen, ob er gefahren kann. Ich bin halt so ein Einreiser, Herr Peter, Herr